Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann immer Sie auch dieses Videotutorial zum Gesamtthema umfangreiche Dokumente erstellen sehen. Ja, auch umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten, Projektarbeiten, Seminararbeiten etc. etc. haben oftmals Bilder inkludiert. Bei diesen Bildern ist es wichtig, dass man auch professionell damit umgeht. Ich zeige Ihnen hier, wie Sie optimale Bilder finden, welche Bilder Sie wählen können, vor allem wie Sie diese einbinden und professionell so einbinden, dass man sie auch wunderbar findet. Dazu ein kurzer Exkurs, ich wechsle zum Firefox und lege Ihnen eine Webseite ans Herz, die meines Erachtens nach ganz, ganz wichtig ist, search.creativecommons.org. Nicht alles, was Sie im Internet finden, dürfen Sie verwerten. Es hängt immer davon ab, welche Verwertungsrechte Sie besitzen. Prinzipiell bestimmt das der Urheber, also derjenige, der das Werk erstellt, also auch bei einem Bild. Es gibt aber Personen, die stellen ihr Werk zur Verfügung unter ganz bestimmten Bedingungen und Sie können die auch kostenlos nutzen. Das heißt, ich rate Ihnen von einer Standard-Suchmaschinensuche ab. Denn dort müssen Sie dann immer recherchieren oder Sie stellen es in den Einstellungen ein, ob Sie das Bild verwenden dürfen und unter welchen Bedingungen. CreativeCommons.org oder search.creativecommons.org macht das auch für Sie. Sie können hier über diese Plattform nach Bildern suchen oder nach Musik suchen oder nach Videos suchen und können hier bestimmen, wofür Sie das Ganze brauchen, und es wird dann nur Material zur Verfügung gestellt mit einer Creative Commons Lizenz. Also die können Sie dann auch, je nachdem, welche genaue Lizenz da zur Verfügung steht, aber Sie können es verwenden und am besten Sie verwenden es mit Namensnennung. Dazu geben Sie hier oben einfach den Suchbegriff ein. Ich habe das jetzt mal gemacht, Social Media. Ich möchte hier für die Weiterentwicklung des Internets, Web 2.0, möchte ich hier ein Bild finden. Hier steht Use for Commercial, also ich brauche es jetzt auch für kommerzielle Zwecke und ich darf es auch verändern. Und dann suche ich mir aus, wo denn dieses Material gefunden werden soll. Bei Google, bei Flickr. Ich wähle jetzt hier mal Pixabay, klicke drauf und er durchsucht jetzt die Plattform Pixabay nach Images. Könnte man noch ein bisschen spezifizieren. Also nach Bildern, die man verwenden darf mit bestimmten Kriterien. Mir gefällt dieses Bild hier und hier sehe ich dann die Lizenz. Und dieses steht sogar unter License CC0, Public Domain. Das bedeutet, ich müsste nicht mal den Autor nennen. Ich habe Ihnen hier jetzt auch aufgemacht eine Seite www.virtuelle-ph.at/oer. Das OER steht für Open Educational Resources. Das ist eigentlich eine Seite für Lehrkräfte. Aber Sie finden hier auf der zweiten Seite eine Tabelle, wo Sie genau die unterschiedlichsten, hier oben, es erklärt auch noch, wo Sie die unterschiedlichen Creative Commons Lizenzen finden und wann und wie Sie das verwenden dürfen. So haben Sie zum Beispiel die Lizenz CC BY SA. Das heißt, Sie müssen, das BY bedeutet immer Namensnennung. BY Namensnennung. Also wenn ich ein Bild verwende unter einer CC BY Lizenz, muss ich zumindest mal den Namen nennen vom Autor. BY SA heißt BY Share Alike. Also wenn ich etwas jetzt verändere, muss ich es unter denselben Nutzungsbedingungen weitergeben. Also auch andere dürfen es dann verwenden mit der Namensnennung. In diesem Fall aber ist es sogar eine CC0 Lizenz. Das heißt, Urheber verzichtet, soweit rechtlich möglich, auf alle Rechte am betreffenden Werk und stellt diese sogar ohne Namensnennung zur Verfügung. Das heißt, ich darf dann, wenn es unter der Public License steht, der CC0, darf ich es verwenden, ohne den Namen zu nennen. Das ist wirklich sehr wichtig. Sie können dann über Free Download das Ganze downloaden. Ich habe das schon gemacht und ich stelle mich jetzt hier einfach in den Text hinein und füge das Bild über Einfügen, Grafik ein, um den Downloads zu finden. Schauen gleich mal.
Doppelklick ist das Ganze schon eingefügt. Das ist mir natürlich zu groß. In der kontextbezogenen Registerkarte wähle ich eine Breite von 6 cm. Dieses wird dann auch gleich angepasst. Der Zeilenumbruch regelt das Verhältnis von Text und Bild. Hier möchte ich ein passendes Verhältnis. Das heißt, der Text wird so fließend rundherum geschrieben und schon ist das Bild eingefügt. Ja, so Bilder erfordern auch gerade bei umfangreichen Dokumenten eine Bildunterschrift. Das machen wir jetzt nicht mit standardmäßigen Textfenstern, sondern wir wählen wieder die Registerkarte Verweise, die kennen Sie schon vom Inhaltsverzeichnis, markieren das Bild und klicken auf Beschriftung einfügen. Er erkennt somit automatisch, wird dadurch vom Word automatisch erkannt, in welcher Reihenfolge die Bilder sind, und er schlägt mir das gleich vor unter Abbildung 1, und hier kann ich jetzt noch einen Untertitel hinzufügen, Abbildung 1, Social Media. Das ist eine Abbildung und die Position unter dem Element. Okay, das wird mir linksbündig eingefügt, das gefällt mir nicht ganz, daher wähle ich jetzt zentriert. Natürlich möchte ich, dass das bei allen Bildern so ist, das heißt, ich schaue gleich mal, was haben wir hier für eine Formatvorlage. Sie sehen, hier wird die Formatvorlage Beschriftung verwendet. Ich mache nur einen Rechtsklick, Beschriftung aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Somit wird ab jetzt immer zentriert unter dem Bild die Bildbeschriftung ergänzen. Ich möchte noch ein zweites Bild ergänzen, und zwar bei den sozialen Netzwerken, hier im Bereich von Facebook. Ich positioniere wieder meinen Cursor, wähle Grafik. Hier habe ich schon das Facebook-Foto vorbereitet. Ich wähle das Ganze, werde wieder einen Zeilenumbruch bestimmen, der passt, also passend auch in diesem Fall. Das Facebook-Logo, und darunter möchte ich wieder eine Beschriftung haben. Sie sehen schon, automatisch wird es zentriert geschrieben, Abbildung 2, also er erkennt es, dass es das zweite Bild ist, Doppelpunkt, Logo, Facebook, und ich bestätige das Ganze mit OK. Ich werde das noch ein bisschen vergrößern. So, somit habe ich auch schon hier jetzt ein zweites Bild eingefügt. Bei umfangreichen Dokumenten ist es oft der Fall, dass ich viele Bilder habe, und es soll ja auch nachvollziehbar und übersichtlich sein, wo denn die Bilder positioniert sind, etc. etc. Dazu ist es sinnvoll, am Ende ein sogenanntes Abbildungsverzeichnis einzufügen. Wir könnten dieses Abbildungsverzeichnis jetzt wieder einfach eintippen, so wie es Leute machen, die umfangreiche Dokumente nicht so professionell gestalten können wie Sie. Sie können das aber, weil Sie es ja vorher schon beschriftet haben. Mit einem Klick können Sie ein Abbildungsverzeichnis einfügen. Dazu wählen Sie die Registerkarte Verweise, und hier in der Gruppe Beschriftungen finden Sie Abbildungsverzeichnis einfügen. Sie sehen schon, es öffnet sich ein Dialogfenster mit dem Titel Abbildungsverzeichnis. Hier ist ausgegraut das Inhaltsverzeichnis, und Sie merken aber, hier gibt es ganz klare Ähnlichkeiten. Sie können auch hier wieder überlegen, in welchem Format soll das eingefügt werden, welche Füllzeichen möchten Sie haben, etc. etc. Ich bestätige das Ganze mit OK, und alle Abbildungen, in dem Fall sind es nur zwei als Übungszwecken, wurden schon eingefügt. Oben möchte ich jetzt natürlich jetzt noch den Titel Abbildungsverzeichnis ergänzen, und hier verwenden Sie natürlich eine Überschrift 1, brauche ich Ihnen gar nicht mehr sagen, automatisch kommt die Gliederung. Wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie immer bedenken, sobald Sie im Anschluss etwas verändern und sich die Seitenzahlen verändern, brauchen Sie dann nur mehr einen Rechtsklick draufsetzen, wie auf das Inhaltsverzeichnis, und Felder aktualisieren wählen, und schon wird das gesamte Verzeichnis oder die Seitenzahlen, je nachdem was Sie wählen, aktualisiert. Wir werden das jetzt noch ganz schnell machen, hier oben beim Inhaltsverzeichnis, denn wir haben jetzt einen Punkt 8 mit Abbildungsverzeichnis hinzubekommen, Rechtsklick, Felder aktualisieren, gesamtes Verzeichnis OK. Sie sehen schon, hier das Abbildungsverzeichnis wurde schon ergänzt, und Sie werden auch sehen, weiter oben haben Sie vielleicht Zahlen aufgrund der Bilder verändert. Ja, ich hoffe, Sie konnten nun ein bisschen sehen, wie man schnell
und professionell mit Bildern in umfangreichen Dokumenten arbeitet. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Üben und vergessen Sie nicht, Obst zu essen. Bis bald.